Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Bruti. Im letzten Part hatten wir Pergamon eingenommen und damit die kurze Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Und wir sind immer noch im Krieg mit den Thrakern. Die schicken uns hier jetzt gerade die nächste Armee entgegen. Ich weiß ja nicht, ob wir da auch direkt gegen vorgehen wollen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal hier so ein bisschen dieses Land hier oben versuchen zu kontrollieren. Also es ist in jedem Fall, glaube ich, nicht verkehrt, hier was gegen die Thraker zu unternehmen. Wir müssen auch ein bisschen was gucken, dass wir gegen die Gallier hier mal was machen. Finanziell läuft es ja bei uns eigentlich ganz gut. Hier sind nur so ein paar Piraten unterwegs, aber das ist alles lösbar. Die Filetes, da können wir mal bei Zeiten abholen. Auch, glaube ich, noch eine Option, die wir haben. Wir haben noch eine weitere Armee hier am Start. Und ich würde auch sagen, die fahren wir gleich da hoch. Wir haben noch eine Flotte, mit der wir hier den Hafen von Thylis blockieren müssen. Ich schau mal, ich würde mal sagen, eigentlich... Eigentlich kannst du doch hier hingehen. Weiter geht es erstmal nicht. Und dann nimmst du mal bitte noch hier die ordentlichen Schiffe mit. Das ist jetzt nicht der beste Admiral. Der hat momentan halt nur einen Stern. Ne? Das ist halt, je mehr Sterne, desto besser. Aber okay. Dann so viel Flotten brauche ich hier drüben jetzt gerade nicht. Vor dem Hintergrund kriegst du mal gerade hier diese Piratenflotte an und machst sie mal bitte weg. Fantastico. Ja, wir müssten eigentlich... Pass auf. Setz die Segel. Fahr du mal hier hin. Wir können jetzt nicht weiter. Wir rekrutieren mal ein paar Einheiten, um gegen die Gallier was machen zu können. Den Spion brauchen wir auf jeden Fall auch. Nimmst du noch einen Princeps mit, bitte? Ah ja, wir haben hier noch unsere Kriegshunde, ne? Die können wir auch ganz gut gegen die Gallier einsetzen. Behaupte ich. Okay, Stimmt. Kavallerieeinheit auf jeden Fall. Kavallerie ist immer stark gegen Gallier. Insbesondere, wenn die halt selbst nicht die stärkste haben. Also mit diesen samnitischen Söldnern weiß ich tatsächlich nicht so viel anzufangen. Jetzt sag mal, was wir vielleicht... Gucken wir auch noch, was wir so für Gebäude gebrauchen können. In Kroton. In Kroton. Aber das sind halt Städte mit einem ordentlichen Bevölkerungswachstum auch. Da ist so eine Wehrkaserne sicherlich nicht schlecht. Die Farmgemeinschaft bringt uns aber auf jeden Fall auch nochmal Geld. Der Tempel hier. Warum eigentlich ein Tempel des... Warum habe ich hier einen Tempel des Mars gebaut? Ich glaube, weil unsere öffentliche Ordnung so groß war, dass wir es uns leisten können oder sowas. Halikarnassos macht bitte den Tempel der Juno. Stopp, nee. Baut erstmal die Rodung, weil hier braucht man mehr Bevölkerungswachstum. Aber geh mal ruhig trotzdem auf hoch mit dem Schwert. Also 5,5% Bevölkerungswachstum ist absolut in Ordnung. Das Ding reparieren wir hier ja gerade. Dann machst du auch bitte hier die Kanalisation. Hier müssen wir auch ein bisschen was von der Armee müssen wir weiter fortbilden, sicherlich. Geh mal auch mit dem Steuersatz auf hoch. 7% Bevölkerungswachstum ist auch sehr stark. Also Pergamon sieht nach einer guten Stätte aus, wo man auch mit Bevölkerungswachstum noch viel erreichen kann. Hier die Kaserne, die bauen wir erst gar nicht, die brauchen wir nicht. Aber die Legionskaserne in Athen, das könnte eine gute Sache sein. Wir brauchen hier aber sicherlich auch noch etwas mehr Bevölkerungswachstum, wenn wir das hier noch ein bisschen weiter durchziehen wollen, was ich zumindest vorhabe. Tempel des Mars bitte auch hier. Hier haben wir den Juno-Tempel. Vielleicht bauen wir doch besser noch den Tempel des Mars, bauen wir vielleicht besser auch noch in Athen, ne? Gucken wir mal gleich weiter. Thessaloniki. Straßen ausbauen ist hier wahrscheinlich gut. Das Bevölkerungswachstum ist bereits ordentlich.
Bauen wir nochmal den Juno-Tempel, das ist auch gut für gut gegen Korruption und bringt uns nochmal ein bisschen mehr Steuern. Und Bilasora braucht sicherlich auf jeden Fall die Straßen am dringendsten, weil das so ein unwegsames Gebiet ist, wo man nicht so gut durchkommt. Thermon auch mit einem Straßennetz ganz gut dran. Würde ich hier nochmal empfehlen. Und bau du mir mal bitte hier auch nochmal diese Farmgemeinschaft. Okay, und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Ich schlage aber nicht vor, dass wir da so auf Teufel komm raus in jeder Region rekrutieren, sondern du gehst schon mal hier nach Apollonia mit dieser Einheit Kriegshunde. Du musst das auch machen. Und eine Einheit Felites, weil was können. Die anderen Einheiten nehmen wir hier mit. Und mir fällt gerade ein, wir können hier eigentlich auch mal eine Schmiede bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof. Dann können wir nämlich die Einheiten, die wir hier stationieren, auf jeden Fall fortbilden. So, rekrutieren möchte ich eigentlich nur in Kroton. In Spionen sehr gerne. Und in Tarent. Vielleicht noch eine Kavallerieeinheit. Und jetzt müssen wir uns mal entscheiden, wie wir hier weitermachen. Hier ist ja eine Armee drauf. Mit der würde ich auf jeden Fall gerne diese Armee hier unterstützen. Ja, ich glaube schon, wir können mal gucken, was wir gegen diese Armee hier machen können. Da ist nicht so viel drin, ne? Also so kleine Armeen ausschalten ist immer wichtig. Und tatsächlich ist das ja hier noch ein Spiel, das überspringen wir jetzt mal übrigens gerade. Das hier ist ja tatsächlich noch ein Spiel, wo die KI nicht nur mit Fullstacks hier rumrennt. Und das sollte man hier auf jeden Fall versuchen zu seinem Vorteil zu nutzen. Ne? Die Kriegshunde machst du bitte hier hin. Die Kavallerie machen wir hier hinter. Zeig mal bitte. Das können wir im Turbo-Modus lösen. Keine Fernkämpfer dabei, ne? Stehen. Der feindliche General flieht, stoßt weiter vor. Oh cool, die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Na gut, aber die Armee müsste so oder so aufgerieben sein, ne? Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Ja, dass wir doch 11 Mann verloren haben. Ah ne, er hat es doch überlebt. Alles klar. Das ist nur Kavallerie, das ist mir eine Nummer zu ätzend.
Aber ich kann ja hier hin und mal hier so ein Fort bauen. Dann nutzen wir diese Option auch mal, dass man hier Forst und Verteidigungsanlagen bauen kann. Okay, wenn Milizhopliden und Sichelkämpfe gehen, dann kann ich meine Hastati dort auch fortbilden. Wollen wir mal hier so einen Wachturm hin? Ich möchte gerne sehen, was hier so passiert. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wo wir hinlaufen mit der Armee. Also Illyrien wäre auch eine ganz gute Anlaufstation. Das Problem bei Illyrien ist halt, das ist wieder auch so eine Region, die super, super langsam wächst, ne? Das sind Sachen, die in der Regel greift man die an, kurz bevor man ins Nildelta vorstößt oder sowas. Ich glaube, das ist eigentlich eher der, das ist eher so der Platz, wo wir jetzt halt hin sollten. Insbesondere, wenn wir hier oben gleich, wenn wir hier oben gleich die Thraker halt aufgerieben haben, ne? Also eigentlich sollten wir eher versuchen, wenn hier oben, hier ist ja halt auch nichts los, ne? Also warum sollten wir hier hochrennen, ne? Da spielen wir hier unten lieber ein Verteidigungsspiel und, ja, also ich glaube, da gibt es bessere Optionen für uns. Die Söldnerpelltasten behalten wir mal noch, da brauchen wir gar nicht viel diskutieren. Mit den Seleukiden brauchen wir uns auch nicht anlegen. Pontus wird uns so oder so irgendwann noch angreifen. Also eigentlich wäre das hier. Flotte bereit. Eigentlich wäre das hier auch noch eine Überlegung. Obwohl, wir können uns auch mit den Seleukiden anlegen, weil die haben nur Sardis, ne? Also so, machen wir so, sobald wir hier die Einheit Bauern haben, dann greifen wir mal Sardis an. Lass mal kurz schauen. Reicht das, wenn ich die da zurücklasse? Ja, jetzt machen wir erstmal langsam hier. Komm, dann geh auf niedrig, dann haut das ja hin. Dann sparen wir hier auch ein bisschen Zeit. Ne? Was waren das hier nochmal? Bastane oder sowas, ne? Okay. Was bitte das? Wir ziehen hier bitte die Straße vor. Die ist für nächste Runde noch wichtig. Und ja, Rhodos ist erfahrungsgemäß eigentlich eine Stadt, wo man ganz gut Einheiten produzieren kann. Hoher Steuersatz ist doch okay. 5,5% Wachstum reicht ja, glaube ich, erstmal. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, außer meinen Diplomaten natürlich. Edler Meister. Ja, du bleibst da. Euer Ehren. Sofort. Ohne Zögern. Wir können nicht weiter. Sind das mal hier hochlaufen, fest, ne? Herr. Gehe an Bord. Ja. Begebe mich an Land. Ich werde sofort mit Ihnen reden. So, dann Karteninfo. Super. Euer Ehren, wir können. Ich glaube, Pontus können wir auf dem Weg da gerade einfach mit weghauen, ne? Ja. Gucken wir mal weiter. Hier unten die Spanier wollte ich noch suchen. Euer Ehren, weiter geht es nicht. Zu Diensten. Ja. Geheimhaltung. Aha. Garantie. Guck mal da. Weiter geht es nicht, Herr. Okay, aber das ist eine kleine Armee, die stört mich nicht. Boah, Alter, hat der viel Kavallerie da. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Okay. Aber wenn wir mit dem auch noch Natürliches reingehen, dann können wir hier gut Druck machen, ne? Oh, die Sküten wollen was von uns. Ja, cool. Ich habe noch was. Guck mal, Karteninfo. Ach komm, 800 gibt's mir auch. Oh, er lehnt ab. Selten. Ein gar seltener Anblick.
Okay, wir sind im Krieg mit den Galliern. Nicht ganz unerwartet. Euer Ehren? In Bewegung. Wir sitzen fest, Herr. Imperator, warte mal. Marschieren! Zu Diensten. Wir sitzen fest, Herr. Dann gehst du hier hin. Imperator, marschieren! Edler Meister, euer Ehren. Sofort, ohne Zögern, ohne Zögern, ohne Zögern. Wir sitzen fest. Baubericht. Byzanz hat den Hafen fertig. Dann machen wir jetzt die Mine. Pergamon hat die Straße fertig. Dann machen wir jetzt hier unsere Kloake und hat die Holzpalisade repariert. Sehr schön. Imperator. Senatsposten erhalten. Quästor, Aulus Brutus. Yes. Amt des Quästors, plus 1 Verwaltung. Haha, Unruhestifter. Zu Diensten. Sind bereit. So, erstmal blockieren wir den Hafen, wenn wir es müssen. Ne? Das ist Sind unsere bereit. Aufgabe. Was ist das? Die Armee ist sogar gar nicht mal so schlecht, ne? Setzt die Segel! Imperator! Flotte bereit! Ja, Kapitän! Ich habe eine andere Idee. Imperator! Bereit machen für den Kampf! Sieg! Bereit machen für den Kampf! Beziehungsweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher in einer Sache. Da versteckt sich, glaube ich, eine Einheit Plänkler im Gras, ne? Ja. Die sitzen hier vorne dran. Da ist sie. Oder dahinter, okay. Ich wollte eigentlich nur nicht, dass er schießt. So, beenden wir auch direkt, weil bei 67 Mann Verlusten bin ich happy. Sieg! Ein Militärtribun bekommen da, sehr gut. Imperator, Flotte bereit. Okay, so jetzt muss ich nochmal gerade nachgrübeln. Also, wir könnten halt
Also ich glaube, Sardis ist echt keine große Herausforderung. Das Problem ist, wenn wir uns Sardis holen, dann hängen wir hier sehr lange in diesem, dann hängen wir hier sehr lange mit dieser Armee in einem Krieg gegen Pontus fest. Also was heißt sehr lange? Sehr lange heißt bei mir 15 Runden oder so, ne? Was wahrscheinlich so lange ist, wie diese Kampagne hier bisher gedauert hat oder so. Ich will mal gerade gucken, wie lange hat es eigentlich gedauert. Ich habe nur gar nicht in die Seitenwertung geguckt. Okay, 17 Runden, ja. Dann wäre es halt fast noch die Frage, ob wir nicht sagen, okay, kommt, Junge, hier, wir nehmen noch die ganze, wir nehmen hier diese Fernkämpfer, diese Fernkämpferarmee mit. Und wir tauschen diese Armeen gewissermaßen aus. Also wir nehmen die Armee noch mit hier runter oder so. Ja, ey, das ist eine schwierige Entscheidung. Also es ist unter strategischen Gesichtspunkten eine schwierige Entscheidung. Da müssen wir wissen, auf was wir uns da in Zukunft einlassen. Imperator. Flotte bereit! Ei, ei, Captain! Herr, marschieren! Ja, Meister. Halte ein Auge auf die Truppen. Ei, Captain! Ei, ei, Captain! Momentan geht es nicht weiter. Imperator! Marschieren! Bitte warte in Larissa mit den Einheiten. Ich muss die Revolte da noch niederschlagen. Vorwärts! Weiter geht es nicht! Ein Schiff bitte. Warte, das bauen wir in Apollonia. Da sind echt keine fetten Armeen drauf, ne? Imperator? Ei, Captain! Auf jeden Fall muss ich direkt daneben dran stehen. Nimm noch einen Prinkeps mit. So, dann haben wir, glaube ich, die Rekrutierung in Griechenland schon mal zumindest so abgeschlossen. Okay, gebäudemäßig sind wir durch, außer hier. Dann mach jetzt bitte noch in Herrgotts Namen diese Wehrkaserne in Kydonia. Wir können die immer noch abbrechen, wenn wir keinen Bock drauf haben. Ja, also da brauchen wir auf jeden Fall Galor-Fernkämpfer gegen den Typen. Ich finde es eigentlich besser, ne? Komm. Wir geben Pontus. Pontus kann den Thrakern danken. Wenn die Thraker uns nicht angegriffen hätten, dann wären wir schon so safe gegen Pontus unterwegs und am Start. Da würden die alle echt mal doof aus der Wäsche gucken. Okay, mit der Armee. Was machen wir mit der Armee? Das ist nicht die Armee, mit der ich unbedingt gegen Pontus kämpfen will. Das ist die Armee, mit der ich gegen Pontus kämpfen kann. Und nicht unbedingt will. Ich würde trotzdem sagen, pass auf. Stell dich mal hier oben hin. Wir müssen da mal rein. Wir brauchen da einen Agenten drin, ne? Ich sehe da wirklich wenig andere Optionen. Aber stell dich mal hier hin. Den sammeln wir auf jeden Fall nochmal mit einer Flotte ein und setzen den woanders ab. Also ganz sicher. Kriege ich hier noch Agenten irgendwie hin? Nee, kriege ich nicht. Das ist doof. General. Aber ich brauche noch ein paar ordentliche Schiffe. Okay. Befehle?
Löse ihn auf, der steht da unten nur doof rum, der macht nichts. Befehle, Imperator? Stoßt vor! Mit dem hier stehen, den holen wir auch noch ab. Okay, ja, das siehst du mal, ne? So haben wir dann auch wieder unseren kompletten Plan umgeworfen. Nächste Runde. Wir sitzen fest, Herr. Unsere Flotte wird angegriffen. Ich würde gerade sagen, das müssen wir doch gewinnen. Nee. Secundus Pompeius, interessanter Name. Senatsmission erteilt, Handelsvereinbarung schießt mit den Seleukiden. Wir bekommen eine Einheit Triaria. Sofort. Weiter geht es nicht. Hier hin. Weiter geht es nicht. Dann werden wir das machen. Dann. Senatsmission erfolgreich. Er ist sehr dankbar. Mhm. Ei, Captain. Captain. Imperator. Flotte bereit. Captain. Alle Mann an Land. Ja. Befehle. Weiter. Wir können nicht weiter. Herr. Befehle. Imperator. Herr. Imperator. Ja. Das ist halt echt so ein super General, ne? Weiter! Schließe mich der Armee an! Wir können nicht weiter! Ja, die Frage ist, lösen wir eine dieser Equities-Einheiten auf? Ich sage nein, aber die Pell-Tasten kannst du noch mitnehmen. Die Köter? Weiß ich nicht. Lass die Köter mal Köter sein. Ich könnte halt einen Teil der Einheiten dort fortbilden. Aber ich habe eigentlich mit dir andere Pläne. Ja, Kapitän. Imperator. Sind bereit. Ja, Kapitän. Segel du mal hier hin. General. Die zwei mit. Setz die Segel. Momentan geht es nicht weiter. Sind bereit. Ja, Kapitän. Hin. Ja. Hier hin. Weiter geht es nicht. Ei, Captain. Ja. Ja, Kapitän. Wir können jetzt nicht weiter. Ei, Captain. Ansehen beim Volk steigt. Sehr schön. Familien und Karthago sind im Krieg, okay. Sind bereit. Setz die Segel. Halte ein Auge auf die Truppen. Sind bereit, General! Imperator? Ei, Captain! Befehle? Ei, Captain! Flotte bereit! Die Flotte bitte hier auch noch dazu. General! Weiter! Imperator? Weiter! Weiter! So, was hat er da? Bauern, Bauern, Pelltasten und eine Kaff-Einheit, okay. Diese aufständischen Straßen
wartet auf meine Befehle. Einheiten ohne Befehl feuern. Haltet Stand. Kriegshunde. Kriegshunde. Bewegung. Einheiten. Einheiten. Lauf mal dahin. Mit einer Bauern. Okay. Wird da irgendwie mehr von erhofft. Ja, die Bauern haben die Köter ruckzuck abgeschlachtet, ne? Ja, wenn wir da die, wenn wir die Kriegshunde verlieren, ist das nicht so wild. Hallo? Warum greift der nicht an? Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Okay. Der hat sich echt viel Zeit gelassen, der Typ. Ja, den nehmen wir doch hier. Guter Kommandant. Junger Bursche. Ich krieg die Köter alle wieder zurück, weil das Spiel genau weiß, wie schlecht die sind, ne? Witzig. Ah, guck mal, Kreta, Bogenschützen. Das sind doch die Einheiten, die wir brauchen gegen die. Gegen die Gallier. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe die jetzt gerade hochgemercht auf 156 und das sind 180. Das funktioniert normalerweise andersrum in diesem Spiel. Sehr komisch. Komm, löse sie auf. Löse sie trotzdem auf. Löse sie trotzdem auch auf. Wenn wir sie alle wieder kriegen. Ich meine, klar, ne? Das ist schon. Das ist schon klar, warum das so ist, wie es ist, aber. Imperator, I-Captain! I-Captain! So, was bitte folgendes, genau, den nimmst du mit. Euer Ehre. Den nimmst du auch mit. Oh, guck mal, die haben Salona wieder freigegeben. Okay. Ja, bleib du hier in der Hauptstadt. Setz die Segel! Ei, ei, Captain! Verlasse die Armee! Alle Mann an Land! Gerne, packst du dahin. Euer Ehren, verlasse die Truppen. In Bewegung. Wir können nicht weiter, Herr. Ja, das ist leider so. Ja, Kapitän! Flotte bereit! Flotte bereit! So. Imperator. Okay, dass wir hier die Kretas bekommen, ist absolut Gold wert. Das ist halt im Early Game so schwer, an Bogenschützen ranzukommen, gerade mit den Römern. Mit den Ägyptern ist es ja vergleichsweise einfach. Naja, okay. So, historische Hintergrundinfos gibt es wieder im nächsten Part. Heute ausnahmsweise mal nicht, weil wir schon bei 34 Minuten sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.